Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Minecraft-Projekt. Und zwar spielen wir Falling. Ja, ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Minecraft und so. Und ja, Falling ist ja noch relativ neu. Und ich habe schon mal ein bisschen angezockt und es ist ja relativ nice. Hier links geht's zu den Game Rules und rechts zu den Objectives, ja. Das Dingskirchen hier hat Game Rules und ich überlege, ob ich den Shader raushauen sollte, weil mir fehlen bei der Aufnahme 8 FPS im Moment. Hier haben wir die Objectives, was man so machen muss. Alle Tiere adoptieren, eine Crossbow machen und verzaubern. Bla 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 bla. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles in dem Projekt schaffen werden. Hier drüben sind die Game Rules. Hallo? Da kann man sich sogar einstellen, wie groß die Welt ist und so. Ich würde mal sagen, wir spielen mal auf der kleinsten verfügbaren Map. 25 bis 25 Blöcke, das wird super haarig. Ich habe es bis jetzt nur in der 200x200er getestet und auch das war schon haarig. Hier links und rechts haben wir nichts. Und geradeaus geht es zu der Map. Ja, das ist meine allererste Custom Map, die ich auf YouTube mache. Und ja, mal gucken, was dabei herauskommt. Hier sind die anderen Projekte von dem Ersteller, wie Divine Jump 2, One Card und More Coming Soon. Hier drüben können wir dem Entwickler gleich mal ein bisschen Dingskirchen geben, ein bisschen Credit. Auf YouTube findet man ihn unter Mr. Birdie, auf Twitter unter Mr. Birdie und auf Mail unter Mr. Birdie. Ich hätte das gedacht, aber ich würde mal sagen, nicht lange schnacken, ein letztes Mal husten und dann gehen wir in die Welt. Und ja, meiner Meinung nach ist Falling sowas ähnliches wie Skyblock, nur halt irgendwie frischer. Ihr werdet auch schon sehen, warum. Hoppala. Guck mal, wir starten hier auf so einer Welt und dann beginnt es irgendwann, dass hier Blöcke vom Himmel fallen. Und das geht so lange, bis sie die maximale Bauhöhe erreichen oder uns erschlagen. Und ja, man kann hier respawnen. Au! Ich hätte vielleicht doch nicht die höchste Stufe nehmen sollen, also die kleinste. Das wird krass. Ich sehe hier noch nirgendwo Holz. Ja, guck mal, Holz. Sichern wir uns mal ein bisschen ab. Eieieiei. Das geht ja zügig ab. Jetzt sollten wir uns mal wirklich hier irgendwie einen kleinen Unterschlupf sichern. Moment. Hui. Da regnet jetzt Dreck vom Himmel. Au. Hörst du auf damit? Geh gleich drauf, wenn es so weitergeht. Da sehe ich schon Eisen und so. Reichen mir eigentlich 3 für... mal gucken. Deine Spitzhacke rausbekommen. Hoppala. Ewig her, wo ich Minecraft gespielt habe. So. Kommst du hier hin? Dann brauchen wir Stöcke. Nee, es reicht nicht. Damn it, ich brauche mehr Holz. Uiuiui. Oh, da ist Sand direkt vor mir gelandet. Das Erste, was wir wirklich machen müssen, ist eine Spitzhacke bauen. Ist das Spiel irgendwie leise oder kommt es mir nur so vor? Ja, da wurde ich schon direkt eingebaut. So, aber hier fühle ich mich sicher. So. Dann können wir damit anfangen, Steine zu kloppen. Wenn wir genug Steine haben, bauen wir uns eine Dingskirchen, ja. Eine Spitzhacke aus Stein. Also aus Cobblestone und so. Und die Kohle da vorne, die hätte ich auch gerne, wenn ich ehrlich bin. Oh, guck mal, Holz. Ja, baue ich jetzt auch mal mit der Spitzhacke hier ab. So Holz und Kohle immer mitnehmen, Leute. Und ich habe da schon auch irgendwo Eisen gesehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Weißt du was? Schau mal. Au, nur noch 3 Herzen. Bist du des Wahnsinns? Ich versuche doch nur zu überleben. Ja, ich hätte es vielleicht auf dieser Stufe testen sollen und nicht auf der 200x200er. Da komm, Holz mit mir. Wenn du nicht mit mir bist, dann bist du gegen mich. Hoppala, rein da in unseren Unterschlupf. Können wir hier noch ein bisschen was ausbauen? Naja, nicht wirklich. So, bauen wir uns jetzt mal ein bisschen Werkzeug und so.
So. Dann brauchen wir, wie gesagt, eine Steinspitzhacke. Und ja, es geht ja direkt mal so richtig los, ne? Eine Axt und eine Schaufel. Machen wir beides mal aus Stein. Mhm. Und ein Schwert. Jo. So, das meiste, wovor ich gegenwärtig Angst habe, ist, beziehungsweise sind Mobs. Also, Stonesword, ja. Ich hatte schon Angst, ich hätte das Falsche gebaut. Was brauchen wir denn sonst so noch? Ein paar Fackeln, weil es wird hier ziemlich schnell dunkel. Und dann schauen wir mal, dass wir uns hier irgendwie ein Wohngebiet irgendwie anschaffen. Weißt du was? Du kannst hier weg. Oh, da wäre wieder was auf meinem Kopf gelandet. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir ein paar Melonen oder so finden. Aus dem einfachen Grund, damit wir hier was zu futtern haben. Einfach da draußen rumhüpfen wäre jetzt töricht. Schnell mal hier runter. Dann hätte ich gerne den Dreck mal hier oben. Weißt du was? Machen wir einfach mal ein bisschen was Höheres. Muss ich ja schließlich absichern und so. Du verstehst, was ich meine. Oh, kann man noch mehr Holz. Das ist ja nice. Der Busch kann weg. Da hätte man vielleicht einen Sapling draus bekommen können. Auch Saplinge sind irgendwie wichtig und so. Draußen ist es noch Tag. Das ist doch nett. Am liebsten würde ich wirklich draußen rumhüpfen und gucken, was da so vor sich geht. Oh, es regnet. Das bedeutet, bald kommen hier wirklich die ganzen Möpse reingesprungen. Die sagen dann, hä? Aufs Maul und so. Dementsprechend sichern wir uns wirklich mal ab. Dass da nicht großartig was schieflaufen kann. Habe ich da gerade einen Huhnkackern gehört? Man weiß es nicht. Und ich wäre fast... Oh, guck mal, da unten ist Eis. Auch das ist ziemlich nett und so. Und ja, ich werde öfters nochmal sagen und so. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Projekt jetzt so findet. Nach dem Motto vom Neuigkeitsgrad und so. Und über Bewertungen freue ich mich natürlich auch. Und wenn es euch wirklich sehr viel Laune macht, das hier mal zuzugucken, um zu sehen, wie das hier so weitergeht, dann könnt ihr es auch gerne euren Freunden teilen. Würde mich auch sehr freuen und meinen Kanal ein bisschen voranbringen. Ja, sowas erwähne ich eigentlich so gut wie nie, ne? Vielleicht sollte man öfters mal drüber reden, was den Kanal so voranbringt. Weißt du was? Ich habe irgendwie Bock, da rauszugehen. Dementsprechend bauen wir uns hier mal zur Kohle durch. Und da ist noch mehr Holz, aber das ignoriere ich jetzt mal. Schauen wir einfach mal weiter. Da regnet es schon rein. Uiuiui. Und rein da. So, hier nehmen wir noch die Kohle mit. Ich überlege wirklich, ob ich den Shader raushauen sollte. Aus dem einfachen Grund, um ein paar zusätzliche FPS zu bekommen. Moment mal, ich kann ja die Fackel so in der Hand halten. Das geht ja auch. Ui, 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 ui. Und irgendwo könnte schon mittlerweile ein Spawner oder so gespawnt sein. Damit könnten wir uns dann eine Kuhfarm und so machen. Mhm. So, oh, guck mal, Eisen. Eisen ist wichtig. Oh, oh. In so einem Loch gefangen zu sein ist, aber auch nicht so töfte. Und dabei kann man draufgehen. Oh, ich habe Angst, wenn ich nach oben gucke, wenn ich kein Dach über dem Kopf habe. Kann man hier irgendwo rausgucken? Hm. Ah, guck mal, hier war mein Crafting Table. Weißt du was? Hoppala, das hatte ich auch nicht vor. Ich sag mal, wir machen uns mal ein paar Slabs. So
so 48 fürs Erste. Weil es gibt einen kleinen Trick, und zwar auf Slabs können keine Blöcke landen. Wie ist das jetzt passiert? Weißt du was, das Wasser behalte ich mal hier. Aber machen wir erstmal die Überflutung hier weg. Was ich eigentlich machen wollte ist, dass wir uns mal hier den Rand von der Welt akquirieren. Einfach nur so, weil wir es können. Ah, da bin ich relativ safe. Und ja, wie gesagt, das wird sich dann jetzt alles bis zur maximalen Bauhöhe hochschaukeln. Wie das dann am Ende aussieht, wir werden sehen. So, weg damit. Das kann jetzt alles weg, damit da nichts drauf hängen bleibt. Aber auch nur, weil hier Slabs rumliegen, heißt jetzt nicht, dass wir hier safe sind, während wir hier arbeiten. Wir können ja trotzdem ein paar Blöcke auf unserem Kopf landen. Das mag ich nicht. So. Ah ja, gut. Redstone kommen wir leider nicht vorbei. Was schon irgendwie schade ist. Oh, guck mal, Bambus. Ob ich das jetzt brauche oder nicht? Jetzt auch mal dahingestellt. Ah, das war Clay. Clay kann man ja auch öfters mal gebrauchen. So, guck mal, wie schnell das hier vorangeht. Ist ja widerlich. Kann ich das hier alles weghauen? Nee, da komme ich nicht mehr ran. Ui, belastend. So, und dann wieder weg mit dir. Und direkt ins Lab drin. Dann passt die Sache. Ich höre hier wirklich einen Huhn. Der grelle Überwahnsinn. Ich kenne Leute, die würden es jetzt als Evil Chicken bezeichnen, weil es hier einfach so aus dem Nichts aufgetaucht ist und uns zugackert. Müssen wir da Angst haben? Auch das weiß man nicht. Oh, Kohle, ist doch schön. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sind wir hier eiskalt erschlagen worden? Wir finden hier zu unserem Dingskirchen wieder zurück. Und ja, jetzt müssen wir halt doof oder übel unserer Hand Steine kloppen. In der Hoffnung, dass wir irgendwas finden, wo es lang geht. Oder wir bauen uns noch eine andere Workbench. Ich habe halt keine Steine und so. Brauche noch mehr Holz. Und da haben wir noch mehr Holz. Dann können wir uns wirklich mal eine weitere Spitzhacke bauen. Und hoffen, dass die anderen Sachen in der Zwischenzeit nicht despawnen. Uiuiui. Hier. So. Mal dahin. Und ja, es wird hier wirklich dunkel. Ich wünschte, ich hätte Fackeln. Damit können wir immerhin die meisten der Blöcke hier kaputt machen. Und dann haben wir auch gleich wieder Fackeln. Ich habe hier noch Sticks. Jawoll. Immerhin ein paar Fackeln. Uiuiuiui. Ja, ich hab's euch gesagt, man kann auch am Rand von den Dingern platt gemacht werden. Ach ja, ich habe keine Schaufel. Hm. Bis ich eine habe, ne? Würde ich auch noch eine Menge Zeit ins Land ziehen. Vielleicht wäre es ratsam, hier irgendwo... Ach, da habe ich schon eine Fackel hingestellt. Hin und wieder mal eine Fackel hinzusetzen. Aus dem einfachen Grund, damit hinter uns nichts spawnt. Das finde ich angebracht. Oh, da unten ist Gold. Lass mich raten, ich muss ein paar Blöcke weiter runter, oder?
wenn ich was finden will. Ja, guck mal eine an. Ja, ich glaube, so langsam kommen wir wieder ins Spiel zurück. Du bist halt erstmal komplett erledigt. Wenn du hier einmal drauf gehst und dein Inventar verlierst. Uiuiui. Oh, da regnet es noch rein. Moment, können Fackeln hier den Absturz verhindern? Das würde mich interessieren. Höchstwahrscheinlich ja. Was wollte ich machen? Dschungelholz und so. Ach ja, Werkzeug wollte ich machen. Weil ich glaube, mit 7 Dingskirchen kommen wir da nicht weit, ne? Oh doch, eigentlich reicht das schon. So. Wunderbar. Schwert haben wir leider nicht. Das passt schon so. Das ganze Eisen, das wir jetzt gefunden haben, könnten wir und müssten wir auch mal mitnehmen, damit wir uns auch mal eine Eisenspitzhacke gönnen können. Dabei wollte ich doch nur den Rand absichern. Damit wir außen rumlaufen können, um uns die Situation anzugucken, wie es da so aussieht und so. Da geht es ja noch weiter runter. Wer hätte das denn gedacht? Oh, hier ist Wasser. Aber wir haben ja unsere Wasserquelle ja zugemacht. Geht vielleicht hier entlang? Man weiß es nicht. Das Einzige, was man halt weiß, ist, dass hier Holz ohne Ende ist. Und vielleicht sollte ich keinen Sand oder so als Baumaterial irgendwo liegen haben. Uns abzusichern. Der kann ja ziemlich schnell ins Auge gehen. So, hier ist noch Holz. Da ist Holz. Oh, au. Hörst du auf damit? Eisen. Und das fliegt mir direkt in die Hände. Das ist doch schön. Aber wo muss ich denn hin? Wo ist denn meine andere Base? Also von den Sachen kann ich mich mittlerweile... Wir haben den Spawner gefunden. Alles klar. Alles klar, da ist schon ein Spawner gelandet. Oder ist es jetzt hier... Guck mal, da haben wir schon mal ein Cow-Spawn-Egg. Und dann können wir uns direkt in der ersten Folge einen Kühe-Spawner machen. Wenn wir jetzt den Spawner hier finden. Oh, immer die falschen Dinger ausgerüstet. Gut. Hier lässt sich es natürlich auch aushalten. So, wo ist jetzt der Spawner? Ja. Das war natürlich jetzt allerliebst so. Mehr Kohle, mehr Kohle. Wir brauchen ja schließlich mehr Fackeln. Du gehst mal dahin. Gut, ich glaube, da müssen wir hier in der Nähe weiter aufräumen. Denke ich. Weil irgendwo hier in der Nähe muss halt ein Spawner sein. Den würde ich in dieser Folge, in dieser ersten Folge noch gerne finden. Über uns vielleicht? Na, guck mal, da ist er ja. Ich hoffe, ich verhau das jetzt nicht. Oh. Machen wir jetzt erstmal aus. So, wie ging das jetzt? Linksklick. Und ist das jetzt ein Kuhspawner? Wenn ja, dann frei ich mich. Wir auf jeden Fall machen müssen, sie ein bisschen absichern und hier alles mal ein bisschen freiklopfen, nur da unten Gras wachsen kann. Stehst du Gras über die Sache und so? Eieieiei. Was war denn sonst noch so in der Box drin?
Rotten Flash. Na gut, können wir mitnehmen. Oh, guck mal. Wir könnten uns ein Brötchen backen. Gunpowder. Knochen. Eine Schallplatte und eine Pförderrüstung. Und ein Nametag. Alles gleich, backen wir mal erstmal ein Brot. Warum nutze ich eigentlich nie die Schaufel, wenn ich eine habe? Jetzt bin ich ja komplett hier eingeschneit. Eisen. Ich habe hier komplett übersehen. Wo bekomme ich Gras hier? Ach, da oben ist ein Grasblock. Und da ist schon die erste Kuh gespawnt. Habt ihr das gehört? Und jetzt ist mir irgendwie eine Mücke ins Auge geflogen. Das finde ich jetzt nicht nett. Erde, Erde, Erde. Ich habe doch bestimmt Erde im Inventar ohne Ende. Hier. Zeppelin raus. Geben wir dem Ganzen mal eine Chance zu wachsen. Das Eisen da drüben will ich mir auch nicht entgehen lassen. So. Ja, mu. Hier unten sollst du spawnen. Ich höre dich doch. Ach, da unten bist du. Hi. Komm doch mal raus und red mit mir. Unsere Nahrungsmittelprobleme sind soweit gelöst. Aber ich bin ja komplett lost hier drin. Weil ich nicht weiß, wo es hier Richtung Dingskirchen geht. Richtung Crafting Table. Ich möchte mir keinen weiteren bauen. Weil mittlerweile verstecken sich in dieser Welt schon zwei. Und ja, ich glaube, ich muss das hier alles ein bisschen prophylaktisch aushöhlen und so. Ja, hier regnet es ja ordentlich rein. So. Weißt du was? Gehen wir einfach mal auf diese Ebene zum Wohnen. Soll ja nicht unser Schaden sein. Naja, ist ja zwar nicht unser Schaden, aber man weiß ja nicht. Oder muss der direkt auf Boden stehen, damit er was spawnen kann? Auch das weiß man nicht. Zumindest ich momentan nicht. Also, falls ihr Tipps zu Minecraft habt, die ich eventuell schon längst vergessen habe, dann könnt ihr die immer wieder gerne raushauen. So. Genau. Breite dich hier ein bisschen aus. Eine Fackel hätte ich dann gerne wieder. Oh, die Kuh ist hier draufgegangen. Ist hier noch ein Villager in der Nähe? Sag mal, in der ersten Folge geht's ja richtig rund. Das habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Dass hier all das hier so passiert, wie es passiert. Auf jeden Fall brauche ich hier die Kohle. Und hier ein Dach über dem Kopf. Ah, da war Sand. Ah, es ist Tag draußen, der Regen hat nachgelassen. Ist doch schön. So muss das. Machen wir hier einfach mal eine große Spawnfläche. Wo kommst du denn her? Ich habe dich hier nicht bestellt. So. Und immer weg damit. Holz nehme ich auch dankend an. Ja, irgendwann will ich hier mal ein Loch reinreißen und dann landet mir hier alles auf den Kopf. Sie ist schon kommen. Au. Ah, geht das schon wieder los? So. Jetzt fühle ich mich einigermaßen safe. Kann ich Lapis abbauen? Ja. Aber brauche ich gegenwärtig nicht. Bis ich zum Verzaubern komme, werden noch 100 Jahre ins Land ziehen. Ich wüsste schon gerne, wo hier mein Startpunkt ist. Wenn ich ehrlich bin. So.
Also irgendwie habe ich das ungute Gefühl, ich müsste da schon irgendwie weiter rauf. Nicht den Spawner kaputt hauen. Den brauchen wir noch. Und was wir am wenigsten brauchen, ist es, von Sand erschlagen zu werden. So. Na gut, vielleicht machen wir das hier als Living Area, wo wir ein bisschen was anpflanzen, denn wir was zum Anpflanzen haben. Und ja. Der Rest regelt sich da auch hoffentlich irgendwie von alleine. Kohle nehme ich mit. Erschreckend wenig Eisen, was wir bisher gefunden haben. Aber das wird sich noch geben. Wow, ist das mittlerweile hoch. Ich habe das ungute Gefühl, ich müsste mir mal langsam so eine Kiste bauen, wo ich Sachen zwischenlagern kann. Und immer fleißig den Boden hier austauschen. Aus dem einfachen Grund, dass wir hier eine schöne Spawnfläche haben. Oh, danke, da bist du ja genau richtig gelandet. Muss ich dich wirklich freikloppen oder auf deine Ebene hoch? Weißt du was? Ist alles kein Problem. Denk ich zumindest. So, da kannst du jetzt hier mal hochwachsen. Ja, Lapis weg. Natürlich nicht mit dem Stein. So. Und ich habe wirklich keinen Platz mehr in der Tasche. Weißt du was, wir machen uns hier trotzdem nochmal ein Crafting Table hin. Ich meine, was soll denn der Geiz, ne? Wenn ich den anderen erstmal nicht finde, dann haben wir jetzt erstmal drei hier. Die Spitzhacke hätte ich eigentlich wegschmeißen können. Und dann machen wir uns noch eine wunderschöne Kiste. Wo wir erstmal Sachen, die wir nicht benötigen, zwischenlagern können. Und vielleicht machen wir uns auch direkt mal einen Ofen. Ja, wer genug Kobbel haben wir ja. Und einer macht den Braten ja auch nicht fett. So. Es ist so clever. Wobei, ich kann die Kiste nach hinten ausweiten. Das ist kein Problem. Ah, vier Eisen mittlerweile. Will ich mir... Weißt du was, wir machen uns eine Eisenspitzhacke. War vielleicht verschwendet, was die Kohle angeht und so, aber... Moment, da können wir uns mal ein Brötchen machen. Ganz genau. Weißt du was, ich esse das gleich mal, damit wir wieder vollgeheilt werden. Das kann alles weg. Ein Schwert wollte ich mir noch craften. Kraften. Warum gehst du nie auf die Eins, hm? Kannst du mir das vielleicht mal verraten? So, der Flint kann da auch mal rein. Was mir jetzt gar nicht gefällt, ist, dass das hier nur ein Boden von zwei ist. Das gefällt mir wirklich nicht. Daran müssen wir noch arbeiten. So eine Deckenhöhe. Ja. Und es ist verdammt dunkel hier drin. Keine Fackeln. Ja, komm, mach direkt mal 8 Stück. Wir wollen ja nicht, dass es dunkel hier wirklich so dunkel ist. Will ja keiner. Und guck mal, hier haben wir wieder neue Kohle. Und, nein. Da hätten wir Wheat rausbekommen können, deswegen habe ich da drauf gehauen. Der einzige Grund. So. Dann machen wir uns mal unsere Eisenspitzhacke. Oh. Hier ist irgendwo ein Zombie in der Nähe. Kommst du denn her? Ach, jetzt von da. Bei meinem Glück werde ich wieder erschlagen. Ja. Aber sowas von.
Dabei wollte ich auch die Ebene nach oben ausbauen. Ist da weg mit den Redstone. Bisschen gratis XP und so. Und wenn ich nochmal und so sage, dann haue ich mich selber. Aber das habe ich schon öfters mal gesagt. Nie gemacht. Warum funktioniert mein Q-Spawner nicht? Ist der hier nicht grün genug? Ich will hier auch nicht aus Versehen irgendwie ein Spawning Ground für Monster basteln. Soweit kommt's noch. Ah, da ist safe. Das ist gut. Und ich sehe gerade, wir haben die 30-Minuten-Marke überschritten. Uiuiui. Oder will ich auf diese Ebene zum Wohnen hochgehen? Hoppala. So, meine Schnuffels, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt leider von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Falling Falling. Also, tschüssili.